Die Tatortkommissare Til Schweiger und Fari Yari machen ihre Fans mit diesem Facebook-Foto heiß auf den Hamburger Tatort am Sonntag. Die Fans können es kaum erwarten, das Dreamteam zu sehen. Jo, der Sonntag ist gerettet, oder? Ich kann's nimmer abwarten, freu, so einige der zahlreichen Kommentare. Ob Tils Ex Svenja Holtmann sich wohl auch den Tatort anschaut? Rechtzeitig schaffen würde sie es auf alle Fälle. Bye bye Bali, schrieb sie gerade via Instagram. Ein Trend momentan ist das sogenannte Fotobombing, wie Annemarie Carpendale hier mit Ehemann Wayne. Danach gab's erstmal einen Shake zum Energietanken. Löwenzahn, Grünkohl und Safranwurzel sind nur einige der gesunden Bio-Zutaten. Lecker. Über so viel Bio freut sich auch Kaya Jana. Ranjit natürlich. Er hat sich schon schick gemacht für die kommenden Live-Shows. Schick gemacht wurde auch Superpapa Rocco Stark von Supermama Sonja Kraus. Tässchen Kaffee und pinken Lipgloss, da lässt sich doch gleich viel besser quatschen. Und Sonja schreibt, Rocco Stark goes metrosexuell, aha. Fernsehkoch Steffen Hensler ist dagegen mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Er übt schon mal für die Wok-WM am Samstag. Na dann, bis zum nächsten Update.